Hallihallo und willkommen zurück hier zum Let's Play Together von Borderlands 2. Ja, wieder alle vorstellen, Dave? Mach. Okay, das könnte jetzt länger da. Wenn wir das jedes Mal machen, geht das relativ lange. Also, wie ihr schon gehört habt, Dave Dennis ist hier. Sag hallo. Hey, hallo. Hallo, Dave. Bei mir. Freddy, aka Dandoroy, ist hier. Oder Dandoroy, aka Freddy. Und Mario, aka Allround Failure. Entschuldigung. Selber nur am Failen gerade. Und hi. So, wir säubern heute den Friedhof und den Teich und dann schauen wir mal, was wir noch so schaffen. Mehr. Würde ich sagen. Deutlich mehr. Ja. Eben. Okay. Auf geht's. Yep. Und da ist schon der Erste, der wiederbelebt werden muss. Nicht wiederbelebt werden muss. Ich meine, solange ihr nicht Dave seid und mir die ganze Zeit die Kills stehlt, geht das schon. Oh! Au, ich hab auf die Nase bekommen. Das ist ganz toll bei Borderlands, dass man, wenn man jemanden killt, dann einfach automatisch quasi wiederbelebt wird. Mhm. Warte, ich bin gleich hier da. Danke trotzdem. Jupp. Ups. Der nächste. Ihr seid am Friedhof, nicht wahr? Ja, du nicht? Okay. Nee, ich bin am Friedhof. Oh. Du stehst aber auch schon wieder, okay. Ja, ja. Ich und schon wieder. Wieder. Und Dave stirbt auch. Was denn, warte? Also ich bin fertig. Warte, ich komm mal runter, ja? Kann mich mal einer wiederbeleben? Ja. Sich künftig zweimal überlegen, bevor sie friedliche Städte überfallen. Hoffentlich jedenfalls. Das habe ich gebraucht. Danke. Da ist noch ein bisschen heikler, solange wir keine Schilde haben. Ja. Jeder Schlag geht direkt aufs Leben, das ist echt unschön. Ich finde, das ist irgendwie lustig, dass es in Borderlands 1 genauso die erste Aufgabe ist, einen Friedhof zu reinigen. Ich habe Borderlands 1 nie gespielt, also keine Ahnung. Du kannst mir da einen vom Pferd erzählen. Und wie gefällt dir Liarsburg? In dieser Stadt war mal ordentlich was los, aber dann flohen die Bewohner nach Sanctuary, um sich vor Jacks Armee in Sicherheit zu bringen. Zumindest die meisten von ihnen. Captain Flints Männer töteten jeden, der blieb. Ja, ist traurig. Ja. Benutze den Aufzug. Wenn du hier draußen eine Weile überleben willst, brauchst du einen besseren Schild. Mein untertänigster Vorschlag, besuche den alten Crimson Raiders Unterschlupf. Du wirst den Lift nehmen müssen. So, aber erstmal will ich mich heilen gehen. Ich finde das so komisch, dass du jetzt... Du brauchst ein Schild. Wir alle haben Schilde. Ja. Ich noch nicht. Ah doch, jetzt habe ich eins, klar. Erklär es nochmal, Amigo. Das habe ich gar nicht mitbekommen gerade. Du wirst sterben, bevor du die Kammer erreichst, du Wahnsinniger. Bevor du auch nur einen Hauch ihrer Macht spürst, wirst du zigtausendfach erschossen und verbrannt und niedergestochen und zerfleischt. An diesem Schatz hat mir einfach alles gefallen. Danke für den Hinweis, Amigo. Du verblendeter Psychopath. Sobald ich zurück zu meinen Männern komme, werden wir mit Verstärkung wiederkehren. Und du und jeder in diesem widerwärtigen Dorf, all die alten Männer, all die Frauen, all die Kinder, ihr werdet alle brennen. Was war das? Ich hab's nicht gehört. Dein Arm hat beim Brechen so laut geknackt. Dazu. Dein Arm hat beim Brechen so laut geknackt. Auch gut. Schön. Das ist eine echt tolle Feuerstelle hier. Oh, ich hab nicht getroffen. Jetzt kommt er auf uns zugerannt. Oh, hi. Ich dachte gerade, wer kommt denn hier? Eben. Oh. Ich glaube, das üben wir noch mal ein bisschen, oder Freddy? Ja. Holy shit. Okay. Natürlich, ich vergaß. Der Schaltkasten des Unterschlupfs gab den Geist auf, nachdem Claptrap versucht hatte, sich darin zu integrieren. Ach, so ein Scherzgeeks. Besorge einfach eine neue Sicherung für den Aufzug und ignoriere, was er wegen dem Schaltkasten gesagt hat.
Claptrap halt. Boah. Können wir warten, bis das ganze Lager von Bullymonks überrannt wird. Wer ist nicht eigentlich so lange? Mal sind wir bei meinen Skills zu leveln und das noch nicht. Ja, schon? Nein, ab Level 5. Ja, erst ab Level 5. Da bekommst du, glaube ich, auch direkt deine richtige Fähigkeit, ne? Deine, wie nennt er sich? Action-Skill, glaube ich, ne? Ja. Irgendwie ist so. Level 4. Ja, ich glaube, was wir in der ersten Folge noch gar nicht so großartig gesagt haben, wir nehmen natürlich etwas zu verbessern. Boah, vermutlich alle auf. Ja. Also, wenn ihr irgendwie was mal aus einer anderen Sicht sehen wollt, dann solltet ihr vielleicht einfach mal bei dem anderen reinschauen. Weil zum Beispiel der Freddy und ich sind ja eher so die, die hinterherlaufen und den Überblick haben, während Mario und Lev quasi mitten in der Action stehen. Also wenn ihr knackig sehen wollt, ist das eine Sicht für euch. Die Playlisten beziehungsweise zu den anderen Leuten sind auch in der Videobeschreibung. Genau. Genau. Aber es ist ja nicht, dass die Leute fragen. Die Link von den anderen, weil sie zu faul sind, die Videobeschreibung zu öffnen. Dann sind sie selbst schuld. Das ist aber wirklich. Es gibt YouTube lang genug. Also. Ja. Also diese Funktion mit der Videobeschreibung, das sollte den Leuten mittlerweile klar sein. Dann fahr jetzt zum Unterschlupf hoch. Vorsicht, Freddy. Du wirst da. War dies ein wichtiges Wiederkehrungsnest, bis irgendwann die Hyperion-Truppen vorrückten und alle nach Sanctuary flohen. Und trotzdem sieht man immer Gronkh immer wieder, welchen PC hast du? Obwohl Gronkhs PC ziemlich OP ist. So. Gerade noch alle. Kämpfen. Gegen wen? Also gegen die Bullymonks, die nachkommen, weil man. Weil irgendjemand sie aufgescheucht hat. Eigentlich ich die müssen wir noch mit Nahkampf töten. Ach stimmt, eigentlich könnten wir sie direkt mit. Ja. Ein lähmender Schlag. Diese Probe ist perfekt. Bitte sammle noch ein paar mehr. Nahkampf. Ja, wir können sie ja schon mal vorbereiten für dich. Ja, aber wenn drei Leute sie vorbereiten, sterben. Ach so, die Haare kriegen wir nur, wenn sie im Nahkampf spielen, ne? Ja. Genau. Ah. So, kommt damit hoch? Ich habe zufällig gehört, dass Claptrap dir das Bullymonk-Fell abschwatzen will. Da er damit nur irgendwas unfassbar Dämliches anstellen würde, wie sich eine Perücke daraus zu basteln, möchte ich dir das Geschäft versüßen. Bring Wer hat gerade das Ding hochgejagt? Ich war keine Ahnung, wer das war. Oh mein. Das fängt ja gut an. Also Leute, geben wir das unseren einarmigen Banditen da. Oh, ja. Hallo Freddy. Ja. oder geben wir das Fell Claptrap. Ja, Mario wird mit runtergenommen. Ja. Ja. Hi. Eigentlich müsste ich ja nur jemanden ein Schild kaufen. Ja. Wem wollen wir das Fell überlassen? Gut, kehre jetzt nach Liasburg zurück, dann ich also glaube, nicht Claptrap. Okay, nicht Claptrap, ja. Claptrap ist, glaube ich, eine sehr doofe Idee. Ich glaube, der läuft da einfach den Rest des Spiels mit Miro rum. Wer braucht noch eine Pistole oder Maschinengewehr? Wie ist das, wenn sich einer ein Schild kauft, haben sie alle im Inventar, oder wie ist das? Nee, aber für die Mission braucht man nur einen. Ich bin verpflichtet, ja, aber trotzdem, das ist immer gut. Ist, glaube ich, 60 Punkte besser als das, was wir hatten. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Ach so, wir haben jetzt auch noch diese komischen Sprachlogs da im Inventar, ne, von uns. Das krieg ich wieder hin. Ja, das war ja das, was du vorher von Salvador gehört hast. Genau. Auf Pandora. Sirenen ist man hier nicht gewohnt. Die Hälfte der Leute will mich verehren, die andere Hälfte will mich Hyperion ausliefern. Trotzdem, nette Abwechslung zum Kloster. Hier stechen einen die Schufte wenigstens von vorne nieder. Ich habe keinerlei Informationen über Sirenen gefunden. Kann man hier eigentlich an Fallschaden sterben? Nein, gar nicht. Wow. Na gut, dann können wir von oben einfach runterspringen. Das bringt mich nicht viel weiter, aber immerhin ein wenig. Wenn ich diese Kammer finde, finde ich vielleicht heraus, wo zum Teufel die Sirenen herkommen.
Oder ich gebe mir noch 5 Minuten die Kugel und beweise, dass Bruder Harker recht hatte. Mal sehen, wie meine Woche so wird. Hat noch irgendjemand so einen Lock im Inventar? Zero müsste. Freddy, guckst du mal? Wo findest du Inventar und dann müsstest du im Rucksack quasi noch so eine Sprachnachricht finden. Gegebenenfalls. Erstmal wieder zurück zu Hammerlock, oder? Negativ. Nicht? Das. Das, ja. Also noch nicht Hammerlock ansprechen gleich, wenn er noch nicht fertig ist. Willst du denn ehrlos sterben? Wo bleibt da mein Spaß? Schick dich, seine Schwester, seine Kinder, egal was sie bieten, ich biete das Fünffache. Du musst nun büßen. Der Mord an ihm gesühnt und ich bezahlt. Herrgott, nochmal, was willst du? Nun sag einfach, was du willst. Nur, dass du dich wehrst. Ich suche Herausforderung. Was zur Hölle bist du? Nun, das war keine. Dazu. Okay. Jawoll, das schützt vor Kugeln. Möchtest du gegen einen Zwerg kämpfen, der auf einem Bullimon reitet? Ja, zu gerne. Ist die Antwort ja, begib dich bitte zum Southern Sheriff und besiege Mitch Morphin. Ist die Antwort nein, bist du ein Tropf und ich habe nicht den Wunsch, weiter mit dir zu sprechen. Du Tropf. So. Ab wie viel Jahren ist das Spiel? Vermutlich ab 18. Ab 18, ja. Okay. Ja, wir sind die Beleidigungen ganz schön leid in dem Spiel. Also, ich weiß nicht, jemand hat mir hier schon Arsch gesagt. Ja. Nichts Gutes gefunden? Meine Waffe. Ich bin auch heute schon mit Beleidigung, wenn du dich mal anguckst, was heutzutage die kleinen Kinder so sagen auf ihren Schulhöfen. Das Spiel ja nicht mal großartig brutal, was sollen wir jetzt überhaupt machen? So. Wir gehen einen Bullimon reitenden Zwerg suchen. Genau. Und gleichzeitig ein bisschen Fell sammeln, oder? Das haben wir auch noch nicht erledigt. Aber wir kommen ja eher an einem Rudel Bullimons vorbei. Genau. Aber Dave und ich haben ungefähr die gleiche Taktik. Hinterherlaufen und coole Sprünge machen. Ja, wir sind doch Schlusslicht. Eigentlich können wir auch stehen bleiben. Wenn die gleich reißen, kommen wir eh mit. Ist richtig, aber hier oben habe ich glaube ich irgendwie Crocs gesehen. Also. Machen wir nicht eigentlich gerade eine Nebenmission nur? Ja. Also. Aber es ist, ich habe das Gefühl, die Nebenmissionen im ersten Level sind die sich am meisten lohnen noch. Ja. Weil einfach die Erfahrung, ich sage jetzt, wenn du einfach nur direkt zu Captain Flint rennst, dann... Außerdem müssen wir, wie gesagt, den ganzen Quatsch ja auch nicht durchrushen. Können uns ja ruhig Zeit lassen. Wir haben ja genug Zeit. Können ja das Let's Play in die Länge ziehen. Genau. Machen wir 100 Folgen, indem wir einfach in... Ja, der ausgefasst haben mit zu viel Leben. Oh Gott, ey, wir müssen ein bisschen mehr Schaden machen. So, jetzt kannst du den großen Ausgewachsenen... Ja, ich erschlage ihn gleich. Du hast den falschen Hund geweckt. Uff. Oh Gott. Diese blöden Fliegeviecher. Das Gefühl, ich mache den Viecher mehr Schaden mit meiner Faust als mit meinen Waffen. Ich habe eine Schrotflinte, also. Kriegst du das hin, Mario? Ja, wenn ich jetzt nochmal einmal zuschlagen könnte. Ah, geht doch. Wunderbar, du hast jetzt genug Fell. Jetzt kann ich es schießen. Meine Sniper Rifle gehört dir. Sniper Rifle? Shotgun. Ich glaube, eine Sniper Rifle brauchen wir mehr als eine Schrotflinte, oder? Ja, wir haben zwei, die gut mit einer Sniper Rifle was anfangen können, und zwei, die gut was mit einer Schrotflinte anfangen können. Also. Also die Frage ist eher Claptrap oder Hammerlock, ja. Claptrap begleitet eigentlich das ganze Spiel. Hammerlock eigentlich, glaube ich, nur so ziemlich am Anfang. Nee. Hammerlock ist auch im ganzen Spiel dabei. Ist das egal. Ich meine, das ändert ja nichts am Spielverlauf, denke ich mal. Claptrap auch nicht. Das kommt eigentlich eben, es ist eigentlich egal. Es ist halt, es im Moment geht's nur
Wem möchten wir es abgeben? Gott. Zeit für Verkopfung. Gott, ey. Komm hier, hier. Dann wir halt nach. Oh, diese scheiß fliegenden Kackviecher. Lass mich deine Schreie hören, der beste Amigo. Die fliegenden Viecher, die werden, glaube ich, später noch nerviger. Ja, die gibt's überall. Am besten, am schnellsten kriegst man die ja mit der Sniper down. Ich habe immer aber treffen. Schrotflinte ist am besten. Ich würde auch sagen, einfach nahe kommen lassen und dann mit der Schrotflinte. Weil aus der Entfernung mit der Sniper so schnelle Viecher zu treffen, ist gar nicht so einfach. Nee. Ja, wir haben es ja überlebt. Wir haben Granaten. Jupp. Die habe ich mir vorhin schon eingekauft. Weil all jene, die quasi die DLCs haben, die haben ja sowieso die Feuerwerksgranate. Und die ist am Anfang total OP. Oh, sorry, ich wollte nicht aus der Nebenkiste auch klauen. Alles gut. Nice. Kam irgendwie einfach zwei Schüsse oder vier Tote. Boah, wenn die Schüsse nicht so lange brauchen würden, bis sie da sind, ne? Ja. Ich glaube, die späteren Waffen sind schneller, oder? Also die fliegen auch schneller dann. Die sind auch ein bisschen ruhiger, also meine Waffe tut. Naja, wir sind ja auch am Anfang des Spiels. Ich meine, die Waffen müssen sich auch verbessern können. Ich google jetzt eben, wo es die beste Waffe im Spiel gibt, und dann gehen wir genau dahin. Es ist die Bane. Die kriegen wir später. Kannst du auch Alt F4 drücken, um den Cheat-Modus zu aktivieren. Ach ja, stimmt. Den habe ich schon fast vergessen. Der Power-Knopf am PC hilft auch ganz gut, den Cheat-Modus Level zu aktivieren. Level 5! Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Level 5. Punkte. Im Reihen. Bin ich auch schon nicht mal Level 4? Aktivieren. Oh. Nein! Scheiße! Ich fühle mich gut. So, jetzt lassen wir ganz kurz. Und dann heben wir ein paar Leute in die Luft. Ganz kurz mal den Skill. Hat funktioniert. Berserker-Modus funktioniert. Der gute Berserker-Modus. Was mich allerdings ein bisschen enttäuscht hat, war der Kommando mit seinem Turm. Ich dachte, den kann man besser skillen. Naja, gibt ja einen Grund, warum ihn niemand hat. Ja, weil ihn keiner mag. Liebe Schrot finden mit Explosivmunition. Deal? Was ist das? Was sagt man dazu? Was sagt man dazu? Ja. Wäre schön, wenn ihr den nicht umgebracht hättet. Peter, ne, kein Problem. Aber ich dachte, ja, ich hab grad gedacht, da kommt das gleich. Der Noah brennt auch. Ruhig bleiben. Oh Gott. Wo ist der? Gibt uns die ganze Zeit umbringt. Eine gute Frage, wo ich Granaten werfe. Dort oben. Ja, die nehme ich. Fantastisch. Boah, hier oben liegt ganz schön viel Leben und so ein Scheiß. So, wer noch Leben holen muss, hier oben richtig viel. Geht mir eigentlich ganz gerade ganz gut von dem her. Wollen wir erstmal hinten das Schiff belaufen da? Können wir? Ja. Da hinten gibt's glaube ich noch, da ist glaube ich so ein Scheißhaus noch. Genau. Und eine Waffenkiste glaube ich auch, ja. Oh, von hier aus komme ich da nicht hin.
Andersrum müssen wir laufen, glaube ich. Ich weiß nicht, ich glaub, hier liegt eine Seile relativ gute Schade, Pistole. Okay. Dann. Okay. Ja, die sind allem besser, als dass es sich hat, außer dass sie keinen Explosivschaden macht. Okay, ihr werdet gleich direkt abgeknallt, sobald ihr nur in der Nähe des Schiffs seid. Ich glaube, das funktioniert nicht. Warte. Komm mal hierher, komm mal hierher. Das wird wieder. Du musst da hinten hinlaufen, warte. Hier lang. Du kannst, glaube ich, da hinten wieder raus. Ja, aber ich steppe jetzt gleich, also. Ja, du oder da. Du nicht. Okay, also lieber nicht das übers Wasser gehen, auch wenn es Schaden macht, das ist zu gefährlich. Naja, du spawnst ja eh gleich da oben wieder. Ja, richtig. Das ist ja nicht viel. Ich habe im Sterbescreen jetzt irgendwie nur den Hintern meines Charakters gesehen. Ich frage mich ja manchmal, wie es auch passiert. Naja. Siehst du, da hätte es sich gelohnt, die Sirene zu nehmen. Das ist richtig. Ich frage mich ja, wie es aussehen würde, wenn man möglich in Realität so ein Respawn-System hätte. Ja, sie haben es ja in-game-technisch, es ist ja nur eine Spielmechanik. In-game selbst haben sie es ja auch nicht. Ich habe ein Plätzchen für. Sonst hätten wir ein Riesenproblem, wenn wir Boss umbringen wollen, weil. Die haben sich garantiert auch registriert. Okay, ja, und Handsome Jack würde uns ganz bestimmt nicht erlauben, gerespawnt zu werden, ja. Gott, Shotguns. Was für eine. Wütend! Ich bin wütend! Alter, ich mach den kritischen Schaden und das ist ein Badass, Marauder. Deswegen. Ich mach den nur kritischen Schaden und der nimmt keinen Schaden, ey. Oh Gott, ey, diese Shotgun-Zwerge, die gehen mir so auf den Nerven. Ja, vor denen darf er nicht vor ihnen stehen. Oh, endlich. Gib ein Psycho, ich töte ihn einfach. So. Ja, das lohnt sich wieder nicht. Ach, noch so ein Badass. Wo ist der andere hin? Den ich an, der Schwache, den ich angeballert habe. Und ne, was macht denn der da? Ist das nicht ein Gastank? Ich wollte gerade sagen, ist das nicht ein Gastank, den ich da anschieße? Wenn er anfängt zu. Ja, ich habe ihn dreimal anschießen müssen, bevor er hochgegangen ist. Sieht so dämlich aus mit der kleinen Pistole in der Hand. Haben die anderen wiederbelebt? Ich bin selbst gerade gestorben und musste erst wieder hinlaufen, also. Meine beste Chance wäre wahrscheinlich Dave. Ich glaube, in so Kampfsituationen ist immer am besten E drücken, Selbstmord laufen. Wege sind ja meistens nicht so weit. Ja, und so viel Geld verliert man ja auch meistens nicht. Ja, noch nicht. Ja, auch wenn du, es ist ja immer ein Prozentsatz, den du verlierst. Also. Auch wenn du irgendwann mal 10.000 verlierst, heißt das nur. Warum ist hier ein Badass in meinem Weg? Habt ihr den nicht umgebracht? Ich habe da hinten einen alleine umgebracht und das hat echt lang gedauert. Ich glaube nämlich nicht, dass ich ihn hier auch. So ein Badass ist auch ein bisschen overleveled. Ja. Oh, jetzt habe ich keine Granaten mehr. Ich bin hier so ein bisschen in der Klemme. Meine Muckis haben Muckis, alles klar. Ja. Ich habe ihn quasi mit der gleichen Granate umgebracht, mit der ich ihn. Also ich hab mich mit der Granate umgebracht und die hat ihn umgebracht, also wurde ich wiederbelebt. Macht Sinn, wenn man nicht darüber nachdenkt. Auch nur dann. Ja doch, die Gegner sind schon nochmal einiges stärker geworden, finde ich. Also hier hinten ist ein cooles Maschinengewehr und ein Pumpgun drin, just saying. Ja, toll, Dave. Wir haben hier noch. Ja, ich weiß, aber vielleicht hilft die beim Töten der Leute. Das war nicht so schwierig. Du würdest beim Töten der Leute helfen. Hier hat, eine nette Pumpgun ge. Nee, ist das ein Sniper? Das ist ein Pumpgun, ne? Hier ist eine nette Pumpgun für Leute, die schon Level 6 sind, wovon keiner ist. Ah.
hier auch Maschinengewehre hier oben. Warte, ich belebe dich wieder. Dankeschön. Bitteschön. Wir müssen auch gleich die Folge beenden. Ja, ja, das Schiff machen und dann. Genau, wenn wir das Schiff clearen. Ja, ja. Ich glaube, ich nehme mir einfach mal eine. Ja. Okay. Wollt ihr die haben? Nee, nee. Okay. Dann wäre das ja ein guter Ruhepunkt gerade, um die Folge zu beenden, würde ich sagen. Wenn nicht noch Leute auftauchen danach, ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn und tschö. Ciao. Ciao.